Also vor einer halben Stunde mindestens habe ich schon gesagt, ich will Stream starten. Und davor habe ich ja auch schon gestruggelt, aber ich dachte, es funktioniert. Und jetzt funktioniert es endlich. Danke für nix. Bitte das Französisch oder so, das wäre witzig. Ich glaube, das mache ich nicht bei irgendwann. Ich spiele einfach irgendeiner Sprache, die ich nicht verstehe. Deutsch also. Willkommen in der Welt von Pokémon. Der Pokémon. Ich sag noch, du verstehst kein Deutsch. Ich bin Professor Albe. Doch die meisten nennen mich einfach nur den... Spricht der so? Meinst du, der spricht so? Weiß nicht, so ein alter Knacker halt, aber... Es ist gut gesagt. Doch die meisten nennen mich einfach nur den Pokémon-Professor. Jeder Winkel dieser Welt wird von wundersamen Lebewesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Wir Menschen leben im Einklang mit den Pokémon. An manchen Tagen spielen wir ausgelassen miteinander, an anderen verrichten wir mit vereinten Kräften unsere Arbeit. Manche Leute setzen Pokémon auch im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Nun, ich widme mich der Forschung, damit wir unser Wissen über Pokémon vertiefen können. Das ist wichtig. Müssen wir irgendwelche komischen Viecher, die in unserer Natur rumlaufen, irgendwas erfahren. Okay, das machen wir auch. Das machen wir eigentlich im Real Life ja auch. Wieso verfolgen die Viecher? Ich meine, die können die fetzen. Ist ja so dämlich, ist ja genauso dämlich, wie dauerhaft so einem Tiger zu folgen. Aber erzähl mir doch mal ein bisschen über dich. Wer bin ich davon? Ich bin der Penner davon. Den Bogen mit dem Spiel, die sind mal absolut ungelungen. Ungelungen findet ihr ihn. Mir fällt gerade auf, man kann dich kaum verstehen. Hallo. Jetzt müsste alles ganz gut gehen. Perfekt. Okay, so, jetzt. Ich finde, der hat so eine komische Frisur irgendwie, aber... Also, wie nenne ich mich denn mal? Felix. Nenne ich mich nach meinem normalen Namen oder, noch was anderes. Der Name lautet also Felix, richtig? Oh Gott, jetzt habe ich Sound Delay. Ah, ich kann das nicht mehr. Okay, dann nehme ich den. Das müsste ja trotzdem noch funktionieren. Ich hoffe nur nicht, dass es in der Aufnahme auch Sound Delay ist. Ansonsten. Das kann ich ja korrigieren. Ja, ich heiße so. Verstehe. Felix heißt du also. Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier ist ein Freund von dir, nicht wahr? Was hat er eigentlich für Haare? Wie passiert sowas? Also das kriegst du nicht mal hin, wenn du es willst, ne? Ja, eben. Jetzt war auch dein Name. Okay. Jochen ist schon geil. Jochen ist schon geil, ne? Er sieht nicht aus wie ein Jochen eigentlich. Er sieht aus wie so ein... Hemd, das passt schon, finde ich, zu Jochen. Ja. Ist jetzt also, wie heißen die in Englisch denn dann? Die Namen wurden sich vermutlich ausgedacht und dann irgendwie ins Deutsche... Und jetzt haben sich safe keine Deutschen überlegt, dass die so heißen sollen, oder? Also wer würde denn sagen, jo, okay, vier Namen, die man einem Rivalen Pokémon in unserem Spiel hier auf Deutsch geben könnte. Ja, Lutz, Barry, Marco und Jochen. Also offiziell heißt er wohl Barry. Okay, steht er ja auch. Sollen wir ihn anders taufen, irgendwie, was gibt's denn für schöne Namen? Michi. Ich bin gerade kurz davor, ihn Michi zu nennen. Oder so ein Doppelnamen. Kai Julius oder so, also sowas halt, ne? Ich nenne ihn dann, glaube ich, Michi wirklich. Jochen ist mir dann auch zu viel irgendwie. Michi heißt er. Ja, klar heißt er Michi. Felix, es ist soweit. Dein ganz persönliches Abenteuer kann beginnen. Auf deiner Reise wirst du unzähligen Menschen und Pokémon begegnen. Du wirst gewiss viele interessante Dinge erleben und vielleicht auch mehr über dich selbst lernen. So genug geredet. Betonung wieder. Yay. Die Welt der Pokémon wartet auf dich. Ja, und aus diesem Grunde erinnere ich mich mal kurz selbst wieder daran, dass ich mir die Wechselwirkungen auf keinen Fall nebenbei so angucke, weil, also ich kann das natürlich alles. Trotz aller Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, schillernde Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados scheint sich dem entmutigten Team, Partout? Dachte ich mir schon, so französisch oder so ein Scheiß, ne? Ah, Digga, hab ich schon gar keinen Bock mehr. Zeigen zu wollen. Damit wären wir auch schon am Ende unserer Berichterstattung angelangt. Die Sondersendung Suche nach dem roten Gyarados wurde Ihnen präsentiert von Jubelstadt e.V. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Die Switch ist auch ein bisschen groß, ne? Digga, die Switch ist breiter als sein ganzer Körper. Was ist denn das? So ist mir nie aufgefallen, wie random das Bett da einfach in der Ecke steht. Oh, wer stellt denn sein Bett so hin? So, wenn dann andersrum oder nicht? Ja, also Wand, guck mal, also das ist ja dann so, es kommt jemand bei dir rein. Und du siehst ihn nicht. Also das ist ja einfach so, okay, ich will sterben. Wenn so ein Mörder hochkommt, dann wird sich erstmal denken, warum zum Teufel ist deine Switch so riesig? Und als zweites wird er sich denken, warum ist der voll, warum guckt, also... Der flüchtet von selbst wieder, sag ich dir. Ist der doof, wenn ich mich... Ja, so. Was ist denn das? Das fällt mir aber jetzt erst irgendwie auf. Also, war das auch im Original so? Meine schon.
Warum macht man es nach? Ich muss aber sagen, die Spiegelungen sehen ziemlich gut aus. Das ist ein bisschen komisch. Trotzdem, es fällt bestimmt auch in der Aufnahme auf, dass halt die Auflösung echt gering ist, was komisch ist. Also. Ist auf jeden Fall, würdest du sagen, selbst für Switch. Nee, eben nicht. Selbst für Switch-Verhältnisse ist es eine verdammt geringe Auflösung. Ja, okay, Pokémon Trainer. Ja. Ich kann mit den Viechern da kämpfen irgendwie. Eigentlich ja illegal, ne? So, ich weiß nicht. Ich hoffe, du sagst zum Elefanten, dass er dann dem Tiger mal eben einen auf die Schnauze hauen soll. Felix, Michi war eben kurz hier und hat nach dir gesucht. Ich weiß zwar nicht, was er genau wollte, aber er meinte, es sei dringend... Oh, sag ich mal die Stimme nochmal richtig? Ah, die Stimmen, da wird geisteskrank, wenn ich die alle nochmal anpassen muss. Ey, bei Mario Party habe ich es kurz versucht, ne? Das sieht aber schön aus. Noch etwas. Halte dich von hohem Gras fern, Felix. Du könntest dort sonst von wilden Pokémon angegriffen werden. Hättest du ein eigenes Pokémon dabei, wäre das was anderes. Aber so? Ja, weißt du... Siehst du die Dinger denn nicht, wenn die im Gras sind? Nö. So ein Glurak sieht man nicht dann, wenn er so hohes Gras ist. Unsichtbar. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Spiegelung. Mit noch geringere Auflösung. Ja gut, das hat man überall. Gut. Was nun? Rums! Was? Wie? Oh, hey, Felix! Hör mal, ich geh zum See! Und du auch! Worauf wartest du noch? Beeil dich! Zack, zack! Ich stell dir 1 Million Poké-Dollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ich hab dich gewarnt! Einfach illegale Glücksspiele. Oder? Okay, nicht Glücksspiele, Wettspiele. Ah, ich hab was vergessen. Du musst noch so kämmen oder so. Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu helfen. Ich weiß nicht, ich glaube, du musst ihm jetzt hinterher. Ja. Ach. Hinterher? Ich meine, er ist noch... Also in die Bude rein. Ach so. Ah, hallo, Felix. Hör mal, Michi hat dich gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum schaust du nicht mehr bei ihm vorbei? Was soll die Scheiße, Alter? Nein. Gleich köpfe der Pisser da doch die 1 Million Poké-Dollar ab. Ich glaube, deine Mutter ist gerade so am Verbluten und du musst ihn ins Krankenhaus bringen. Nee, der Michi, der sucht dich. Du darfst ihn nicht aus dem Dorf raus. Tschö. Okay, der geht's auch nicht gut, glaube ich, ne? Ist auch ein bisschen übermüdet oder so. Leichte Depression. Gott, ich kenne dich aber auch nicht, ey. Nehm besser auch meinen Beutel und meine Abenteuernotizen mit. Oh, hey, Felix! Los, nichts auf wie zum See. Ich gehe schon mal vor, wir treffen uns dann unterwegs. Und trödel ja nicht rum, sonst werden eine 10 Millionen Pokémon-Dollar Straf, Alter. Krank. Er hat auch so ein Psychopathenbett. Nice. Ist es nicht einfach dieselbe Küche gespiegelt? Nein. Nach keinen Fall. Das ist gespiegelt, aber nee. Okay, das Haus von außen nicht, von außen nicht. Darf ich jetzt? Danke. Also rennen? Nee, ne? Nee. Oder ich wüsste nicht, mit welchem Knopf. Mit B? Nee. Mit B habe ich nicht. Sag mal, du hast doch auch den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Du weißt schon, suche nach dem roten Gyarados die geheimnisvolle Sichtung des wütenden Pokémon in einem See. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich wette mit dir, bei uns im See lebt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen's. Digga, ich glaube, der wird vom Blitz getroffen. Also deswegen sehen die Haare auch so aus. Er hat einen Knall. Und leicht hyperaktiv, der Gute. Ja, okay, das mache ich jetzt natürlich mit meiner Stimme. Aber der schreit auch wirklich ein bisschen. Also, ich ahme ja auch nur nach, was er fühlt und empfindet. Ja, was hat er denn Mutter gesagt? Ja, jetzt mal. Ja. Ist schön, so langsam zu laufen. Oder? Macht richtig Spaß, Alter. Alles klar, auf zum See. Wir werden das rote Gyarados finden. Nanu? Am anderen Ufer konnte ich auch nichts Außergewöhnliches entdecken. Dann muss ich mich wohl geirrt haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als früher, aber... Egal, immerhin haben wir den See gesehen. Belassen wir es fürs Erste dabei. Lucia, weiß nicht. Lucia, gehen wir. Professor, wie gefällt es Ihnen eigentlich, wieder hier in der Sinnoh-Region zu sein? Nach vielen Jahren muss es sicher sehr aufregend sein für sie, ne, nicht wahr, und so? Ja, eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Diese Region ist wie geschaffen für unsere Studien. Ich überlege, ob ich das ganze Spiel noch so machen soll. Zudem ich vorlesen und überhaupt vorlesen. Entschuldigung, dürften wir mal bitte durch?
Ey, gib mir mein Pokémon, du Penner, Alter. Verzeihung, wir haben es eilig, ja? Ich auch. Ich will auch einfach Pokémon haben, dann will ich rausgehen da und einen ganzen Quatsch machen und dann kann ich sagen, ich habe mein Pokémon-Spiel durchgespielt und auch komplett aufgenommen und hochgeladen. Das ist ja eine Errungenschaft. Schau mal. Ich glaube, also Pokémon Schwert war so eine Sache. Ich glaube, ich habe das letzte nicht mehr hochgeladen davon. Ne? Selbes bei Pokémon Ultra Sonne und Mond. Selbes bei Pokémon. Nee, Let's Go habe ich, glaube ich, wirklich durch. Tschüss. Was sollte das denn? Diese zwei. Nee, jetzt falsche Stimme. Hey Felix, los, sehen wir uns das mal an. Okay, irgendwer kriegt, by the way, noch die Mickey-Stimme. Was sagst du da? Bloß nicht ins hohe Gras? Das ist kein Problem. Wir werden uns nicht lange genug im hohen Gras aufhalten, um wilde Pokémon anzulocken. Nee, selten. Die Kamera ist einfach. Er ist ins Gras reingegangen. Die Kappa? Diese Leute von eben müssen ihn hier vergessen haben. Was machen wir jetzt damit? Wir könnten ihnen das Ding ja zurückbringen, aber wer waren die überhaupt? Ich habe gehört, wie einer mit Professoren geredet wurde. Oh, sieh mal. Überraschung, da sind ja doch Pokémon. Aber glaubst du, in dem Koffer könnten vielleicht... Ach so, und zufällig ist da plötzlich eine grüne Wiese, auf dem sich der Koffer öffnet. Einfach so. Und sieh mal da, da liegen Pokébälle. Los, schnappen wir uns jeder ein Pokémon. Da wird gekämpft. Welches soll es denn nun werden? Muss ich jetzt einfach ein random auswählen, oder wie? Nee. Klick drauf, dann siehst du, was das ist. Ja. Nö, den Penner will ich nicht. Und dich will ich auch nicht? Ich entscheide mich für Plinfer. Einfach nur, weil ich Plinfer irgendwo erkenne. Mag die alle. Die sind alle cool. Ja. Oh, eine Taube. Oder, nee, was ist, was soll das sein? Es gibt 50.000 Pokémon-Vögel. Was ist das wohl? Vom Namen her. Stachalili. Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Ja, meistens kannst du ja irgendwie leiten, aber. Ja, okay. Viel Auswahl habe ich hier. Let's go. Gesundheit, mein Jüngchen. Und aber. Also, das Design sieht ganz cool aus von den Leben und so. Sieht aus wie. Wie damals, nur in guter Qualität. Also hochskaliert. Meinetwegen, wenn es nicht. Angriff von Plinfer versinkt. Ich muss auf den Textspeed ein bisschen. Oh, das stimmt. Ja, gut, Animationen und Modelle sind halt dieselben wie seit 50 Jahren. Jahren auch. Aber. Boah, dein Plinfer war einfach spitze. Aber mein Schillast wurde natürlich um Längen besser. War natürlich länger. Ja, halt mal. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal uns. Aber wir hatten ja keine Wahl, wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen, oder? Oh, sie haben was dagegen. Welch Überraschung. Oh, da ist ja ein Koffer, ja. Der Professor wäre sicher im Dreieck gesprungen, wenn ich ihn verlor. Nanu? Oh nein! Habt ihr zwei etwa die Pokémon hier rausgenommen? Nicht jetzt? Ach du meine Güte, was wird der Professor nur dazu sagen? Das ist ganz und gar nicht gut, ich nehme den Koffer jetzt lieber erstmal mit. Ja, aber wir haben noch die Pokémon. Was sollte das denn jetzt? Felix, lass uns erstmal von hier verschwinden. Mein Pokémon wurde außerdem beim Kampf verletzt. Sollten wir nochmal angegriffen werden, könnte es brenzlig werden. Geh ruhig vor, ich folge dir. Ich weiß zwar, dass wir die Pokémon nicht behalten können, aber ich hätte trotzdem gerne noch etwas mehr Zeit mit meinem verbracht. Ich muss sagen, das lauf nochmal hoch zu dem Eingang da. Ich wollte gerade kurz einmal also, nochmal hier ändern. Der Eingang da zu dem See, der sieht irgendwie in 3D ein bisschen komisch aus, wenn da einfach nur so ein Baum ist und du läufst gegen den Baum und auf einmal ein bisschen bei dem See. Bewegungssteuerung, wofür braucht man denn Bewegungssteuerung? Zum Bewegen. Oh, da seid ihr ja wieder. Oh, nee, das ist nicht der alte Mann. Oh, das ist doch der Typ von vorhin. Warum starrt er uns so eindringlich an? Oh, Digga, mit Stress. Lucia hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Stimmt das? Zeigt sie mir bitte mal. Plinfer und Schillast. Das ist so, ist es also. Lucia, ich gehe zurück ins Labor. Jawohl. Professor, warten Sie auf mich. Schaut am besten später mal bei uns im Labor vorbei. Bis dann. Nö, die werden jetzt auf dem Schwarzmarkt verkauft.
Was soll das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, hätte er uns auch einfach anschreien können. Und wieso wollte er noch nicht mal seine Pokémon zurückhaben? Was soll's? Komm, Felix, lass uns nach Hause gehen. Damit du an deiner übergroßen Switch, ach so, ja, ich auch, spielen kannst. Okay. Was sind das? Pilze? Ich wollte gerade sagen, Kekse, so komische. Was gibt's, mein Schatz? Mensch, das ist ja kaum zu glauben, was euch da passiert ist. Aber Hauptsache, du und Michi seid auch wohl auch. Der Name. Bei dem Professor, den du gerade erwähnt hast, handelt es sich doch bestimmt um Professor Eibe aus Saint-Germain, nicht wahr? Hätten wir das ausgesprochen? Was meinst du? Ich glaube einfach Saint-Germain. Saint-Germain. Ah. Ich habe ja gehört, er sei berühmt für seine bahnbrechenden Studien zu Pokémon. Andererseits gibt es auch Gerüchte, wonach er ziemlich einschüchternd sein soll. Ich finde, du solltest ihm in Sandgemme einen Besuch abstatten. Dann kannst du ihm erklären, warum dir nichts anderes übrig blieb, als sein Pokémon zu mach dir keine Sorgen, er wird sicher Verständnis für dich haben. Oder er drückt dir eine miese Anzeige rein. Mal gucken. Ach, übrigens, ich habe noch etwas für dich. Hier, Felix, zieh die mal an. Turbotreter. Du hast jetzt Schuhe und bist deswegen nicht mehr unfähig zu rennen, ja. Der Weg nach Sandgemme ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Doch mit diesen Turbotretern bringst du auch weite Strecken in Windeseile hinter dich. Egal, ist das hier Werbung oder was? Ich lese dir dann mal die Gebrauchsanleitung vor. Also spitz schön die Ohren. Neige den... Ach ja, halt's mal, Mann. Ich weiß noch, wie man läuft. Oder rennt der jetzt automatisch? Ich glaube. B dazu. Tschüss, er läuft wirklich von selbst. Ui. Meine Güte, geht ab. Gehört, der soll sich ein bisschen klobig steuern. So vom Wendekreis und so. Bisschen. 5 Minuten später. Du hast Gas mit deinem rechten Zeh berührt, okay? Nice. 5 Minuten später, dann darf ich auch mal hier Dinge tun. Cool. Also wirklich, das hat ja voll lange gedauert, bis da irgendwie die Animation nur losging, ne? Joa. Ich stell mir gerade vor, wie es im echten Leben wäre, wenn du einfach random irgendwie so Wiesen entlang gehst und auf einmal ist da so ein Pinguin, der einem Vogel eine Faust gibt. Und so ein Riesenvogel, ja. Und so ein Mini-Pinguin, der ein bisschen überfettet ist. Nach ihm generell ein bisschen cursed aussieht. Wird das eigentlich so ein Latz sein, ja, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Also ein Umhang vielleicht? Muss eigentlich der Start. Ah! Der Start ist auch relativ schleppend. Ui. Aber wir haben keine Pokebälle, ne? Nee, noch nicht. Sonst hätte ich mir das Viech direkt gezogen, Digga. Das Viech. Ja, ist ein Biber, ist cool. Meine Herangehensweise an Pokémon ist... sonderbar. Wenn sie einfach alle Nagetiere gezogen, oder? Eigentlich schon, oder? Nee, das schnabbelt dir. Nee, das ist ein Biber. Aber egal. Ich hab keinen Bock, auf dem Weg jetzt schon zu verrecken. Danke. Ja, Profi. Hallo. Vielleicht gibt's wieder die tolle Musik. Ah, da bist du ja. Komm mal bitte, der Professor wartet bereits. Da werden wir... die gerade auf dem dümmsten Weg, der möglich ist, ein paar Schritte gegangen und... oh, da sind wir ja schon. Jo, Pokémon. Das ist unser Pokémon-Labor. Dann wollen wir mal reingehen. Was zum? Oh, du bist es, Felix. Hör mal, dieser alte Typ. Angst macht er mir keiner, aber der steht echt voll neben sich. Ach, was soll's. Ich mach mich vom Acker. Bis bald. Also wir können ja im Spiel auch normal laufen. Wieso laufen die dann trotzdem so? Stimmt. Also es hat ja nur Sinn ergeben, wenn man selbst so auf so Schienen laufen. Ja, ja, aber die laufen ja dauerhaft so. Wow, was war das denn? Dein Freund scheint es ja mächtig eilig zu haben. Na, wie dem auch sei, gehen wir rein. Na, die Spielungen sind hier auch echt gut eigentlich. Also selbst wenn sich da nicht direkt der Charakter drin spiegelt. Ja, das stimmt, das haben auch viele schon gesagt. Die sind halt ein also bisschen hier, heftig, ne? So im Zimmer war es okay, aber hier ist... Ist so, ich meine, der Boden ist vielleicht gläserner. Ja, oder irgendwie sowas, so spiegelnder. Sieht so ein bisschen aus wie Glas irgendwie gefühlt.
Aber, also ja, es ist mal gucken, wie es noch weitergeht. Das Ding ist halt, es ist nur der Boden immer, ne? Ich mag die eckige Augenbraue von ihm. Die verpixelte, meinst du? Ja. Sieht schon gut aus. Also ich glaube, das ist ein Feature auch einfach. Weil, warum passiert das? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen. Was, ja, okay. Pixelungen haben ja dieselbe Auflösung. Eigentlich also schon. Die rechte und die linke, deswegen. Oder mussten die ein bisschen einsparen dabei, weil sonst wäre das ja zu viel. Pixel, ja. Ja, vermutlich, ne? Verstehe, ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Ganz außerordentlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Plinfe einfach. Da es dir gehört, kannst du ihm auch einen Spitznamen geben. Möchtest du das tun? Wir könnten natürlich jetzt kreativ sein und könnten jetzt, keine Ahnung, Jochen nennen oder so. Jochen der Pinguin. Weil ich glaube, ich nenne es einfach wieder Plinfe, oder? Ich bin total zufrieden. Dein Freund Michi hat mir erzählt, was sich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass es dein allererster Kampf war, sollst du dich sehr gut geschlagen haben. Zudem spüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und diesem Pokémon besteht, auch wenn es noch nicht gefestigt ist und es eigentlich nur ein komisches Pinguinviech in einem kleinen Ball ist. Deshalb möchte ich dir das Plinfe anvertrauen. Betreib du den Tierhandel, den illegalen. Nicht ich. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du es so nett zu Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, ich will gar nicht drüber nachdenken. Jetzt ist die eigentlich. Also es muss eine Kunst. Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Eibe. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Denn zu diesem Zweck müssen mit Hilfe des Pokédex Daten gesammelt werden. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben, damit du für mich die Daten sämtlicher Pokémon in Sinnoh aufzeichnen kannst. Bist du damit einverstanden? Okay, was passiert, wenn ich Nein sage? Dann labert er sie so lange voll, bis du Ja sagst. In jedem Pokémon-Spiel so. Ich wusste gar nicht mehr, dass man die Wahl hat. Also, ich dachte, man wird einfach immer dazu von diesem alten Mann genötigt, durch die ganze Welt zu reisen und irgendwelche Viecher irgendwelche Viecher einzusammeln. Knechte die Viecher. Die Antwort gefällt mir. Du hältst den Pokédex. Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch die Daten aller Pokémon-Arten aufzeichnet, denen du begegnest. Deshalb würde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten, um alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. So wie es die anderen alten Männer in den anderen Regionen wollen. Ich habe auch so einen Pokédex wie du. Achso, das war Lucia. Sag mal, als du zusammen mit deinem Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf dem Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen, ja? Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Das bedeutet auch, dass unzählige, aufregende Momente auf dich warten, ja? Doch nun ist es Zeit zum Aufbruch. Los, Felix, dies ist der Beginn deines großen Abenteuers. Mein erstes Pokémon war Panflam. Wäre am See deine Wahl auf Panflam gefallen, hätten wir nun beide das gleiche Pokémon. Aber das ist ja auch nicht weiter wichtig. Eigentlich wäre es nämlich nicht so gewesen, wenn ich was anderes gewählt hätte, hättest du nämlich das Übrige gewählt. Weil es ist nun mal so. Mein Name ist übrigens Lucia. Ich helfe dem Professor ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Wie du siehst, sind wir zwei nun auf gewisse Weise schon recht ähnlich. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich dir ein paar Schritte voraus bin, das ist alles. Ich freue mich schon darauf, dir das ein oder andere erklären zu können. Wirklich schön, dich kennenzulernen, Felix. Okay, tschö. Gut, Felix, da ich ja quasi dann mit Mentorin bin, erkläre ich dir nun ein paar Dinge. Als deutlich erfahrenerer Pokémon-Trainer und Assistentin des... Erfahrenerer Pokémon-Trainer, also heißt es nicht eigentlich erfahrenere Pokémon-Trainerin und Assistentin ist ja auch. Nein. Gedingst. Des Professors ist das geradezu meine Pflicht. Dann komm mal mit. Okay.